Promi-Geflüster heute unterwegs in Tübingen bei der Ausstellung FDF für die Familie. Und heute gibt es wieder eine Schlagerparty im schönen Festzelt. An meiner Seite heute mit dabei Dunja Reiter. Herzlich willkommen. Wir haben gesagt Dunja, ich heiße Frank. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Es ist eine große Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen, denn es sind doch jetzt schon einige Jahre, die du auch auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken kannst. Wie lange ist es denn schon? Es sind schon Jahrzehnte. Also, ja, schon. In der Homepage steht drauf, Sängerin, Schauspielerin, Entertainerin. Was überwiegt zurzeit? Momentan bin ich auf eine musikalische Reise mit meinem Buch, weil ich habe ein Buch geschrieben, ursprünglich für meine Enkelin, die 2016 geboren wurde, habe ich gedacht, ich würde ihr gerne etwas über unsere Familie erzählen, aber es ist etwas mehr geworden. Es ist ein Buch über Werte, über Glaube und über, dass man nicht aus Liebe weinen soll. Und so heißt das auch. Nur nicht aus Liebe weinen. Nur nicht aus Liebe weinen. Es war eigentlich ursprünglich mal ein Titel von Alexandra. Und Sarah Leander. Ja, genau. Das habe ich auch gesungen schon. Das sind mehrere Jahre her. Und ich fand, das ist so folkloristisch. Erinnert mich sehr an Balkanfolklore. Hatte auch Ursprung in Balkanfolklore. Und dieses Lied hat seit Jahrzehnten nichts an der Ausdrucksstärke und Aktualität verloren. Also es ist immer noch aktuell, nur nicht aus Liebe weinen, lohnt sich nicht. Aber das habe ich erst später erfahren. Ja, definitiv. Also dann ganz toll. Also auch das Lied ist sehr schön. Ne? Richtig. Was natürlich bei dir im Vordergrund stand, ich meine, da kennen wir natürlich alle die Karl-May-Filme wiederum, das kommt auch immer wieder zur Sprache. Da habe ich auch gelesen, da besuchst du irgendwelche Treffen, gibt es noch jetzt demnächst wieder, oder? Genau, Karl-May-Fans sind hartnäckig. Also ich wusste nie, dass diese Filme so ein Kult werden. Und die Generationen schauen den Filme an. Und ich habe auch in Bad Segeberg 2 Jahre gespielt, also 2-mal. Und es ist erstaunlich, dass die ganze Generation kommt. Oma, Mutter und Vater und die Kinder. Und so geht das seit Jahrzehnten. Und ich freue mich sehr, weil damals, wo wir das gedreht haben in Kroatien, habe ich nicht geahnt, dass diese Filme einmal Kult werden. Das hat sich aber auch gut angeboten, die Gegend. Das ist ja irgendwie schon, man meint, man ist im Western irgendwo, oder? Schatz im Silbersee, wenn man bloß denkt. Genau, und wir werden jetzt Anfang Juni ein Treffen wieder in Kroatien haben, wo ich auch dabei sein werde. Ich freue mich sehr. Da kommen wirklich die hartnäckigen Fans. Und da werden auf den Spuren von Winnetou die Orte besucht, Drehorte und Sirmanja Plateau, dann Plitvice, dann die Wasserfälle von Krka. Und das ist immer sehr schön, weil da kommen diese Erinnerungen an die Dreharbeiten. Ich freue mich darauf. Gibt es da noch Kollegen, die dann auch dabei sind? Wer ist noch so da? Ich meine, wenn man denkt, hier Mario Adorf zum Beispiel, das war sowieso eine nette Filmbeziehung, glaube ich. Genau. Es kommt meistens auch Marie Versini, da freue ich mich immer. Und dann kommt Elke Sommer, dann kommt Gojko Mitic, der auch Winnetou gespielt hat in Bad Segeberg. Es ist, ich weiß nicht, wer kommt dieses Jahr außer mich, aber es ist immer sehr schön, weil die Drehorte sind schon so stark emotionell, diese Sirmanja Plateau, wo Winnetous Pueblo stand, wenn man das in diesen tollen Fluss, diese türkisfarbene Fluss schaut, es ist ein ganz toller emotioneller Moment, für mich auch. Vor 2 Jahren war es ja, glaube ich, RTL hat nochmal eine Neuverfilmung gestartet. Warst du da irgendwie auch gefragt oder so? Ich war nicht dabei, aber es ist was ganz anderes geworden. Es ist ein bisschen aggressiver Film gewesen und nicht so zahm, nicht so, ja, etwas anders. Aber es ist auch gut gelaufen, glaube ich. Nur die treuen Fans von Winnetou lieben natürlich die alten Filme. Die Originale, klar. Und ja, zu Weihnachten und Ostern, ja, und so weiter, da sind sie natürlich immer wieder im Fernsehprogramm irgendwo, ja, zu sehen. Genau.
Ja, musikalisch, wenn wir da jetzt mal drauf zu sprechen kommen, hat es eigentlich, wenn ich mich so erinnere, angefangen eher mit Les Humphreys. So. Das war da, also im Schlagerzeit. Und dann ich habe schon vorher, bevor ich Les Humphreys geheiratet habe, Folklore meine Heimat präsentiert mit Horst Lippmann und Fritz Rau. Das waren auch meine Entdecker und meine Mentors, die mich dann nach Deutschland geholt haben. Die haben aber Vorliebe gehabt für die ursprüngliche Folklore, meine Heimat. Und da waren Roma-Lieder, da waren Lieder aus Bosnien, aus Makedonien, die dieses Exotische in der besonderen Rhythmus haben, zum Beispiel 7/8-Rhythmus. Und das ist etwas, was Horst Lippmann gefiel, weil das ursprüngliche Folklore war. Und das, die erste Langspielplatte war auch in Originalsprache. Und dann hat man die schönsten Lieder genommen und hat man deutschen Text dazu gemacht. Und so hat das ein bisschen schlagerhaften Touch bekommen. Aber in Ursprung habe ich immer eigentlich die Folklore meiner Heimat oder die Lieder von Balkan gesungen. Sehr gut. Hitparade, ZDF-Hitparade, feiert dieses Jahr 50 Jahre, wird groß jetzt gefeiert. Wie oft warst du in der Hitparade? Gar nicht so oft. Ich glaube, ich war nur zweimal. Ja, stimmt, zweimal. Weil, wie gesagt, diese Lieder waren nicht so schlagerhaft. Das war schon Folklore und es war nicht so jedermanns Sache. Und deswegen hatte ich auch nie so oft in Hitparade mitgewirkt. Aber wie gesagt, mit Ich überleb's war ich drin und mit Junges Herz. Ja, und das war's. Welchen Titel ich mich auch noch gut erinnern kann, glaube ich, da war auch von dir, Was ist schon dabei, ne? Ja, das war mein erster deutscher Titel. Und das ist so ein frivoles Lied über einen Yoshi, der nicht nur Gitarre gut spielen kann, sondern auch, auch alle anderen Sachen sehr gut machen kann. Ja, das war meine deutsche Erstaufnahme und es war auch sehr gut angekommen. Und danach habe ich fast alles auf Deutsch gesungen. Nach diesem war sie schon dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja, und die Biografie nochmal, also Höhen und Tiefen meines Lebens, genau. So ist der Untertitel. Ja, also von einst bis jetzt und Jugoslawien, ehemaligen Jugoslawien bis jetzt, bis meine Enkelin geboren ist und das war ein tolles Ereignis für mich und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich schon über 70 und wenn sie 16 Jahre ist oder 14, 15, dann bin ich vielleicht nicht mehr da und dann kann sich hier lesen, dass es sich nicht lohnt, aus Liebe zu weinen. Genau, vielleicht beherzigt sich es ja dann, ja. Genau. Wie ist denn der Umgang mit der Enkelin? Wie viel Zeit verbringst du? Leider nicht so viel, weil die wohnen in München und ich bin in der Nähe von Frankfurt. Und deswegen ist das nur ein paar Mal im Jahr, aber das ist immer schön und ich freue mich, dass ich jetzt in München arbeiten würde auf einer Produktion, wo ich dann sie öfter sehen kann. Produktion steht dann wieder eine an, ja? Genau. Wann kann man da was erwarten? Erst im Sommer. Okay. Ja. Ja, ist ja nicht mehr lange hin eigentlich. Ja. Ne? Jetzt kommt ja auch erstmal Ostern und dann ist eigentlich auch schon bald die Sommerzeit. Aber die Temperaturen haben wir ja wie im Süden eigentlich. Ne? Februar so warm. Ich hoffe, dass das nicht dann die Pflanzen zu sehr aufblühen und da wieder Frost kommt. Weil das wäre nicht schön. Genau, da haben wir eigentlich ein ganz aktuelles Thema. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie denkst du, Klimawandel, Erderwärmung? Wir haben es geschafft, wirklich. Die Menschen haben wirklich so weit gebracht, dass wir unsere Erde ruinieren. Und das ist ein sehr trauriges Kapitel. Und deswegen finde ich toll, dass die jungen Schüler auf die Straße gehen und protestieren und sich wehren gegen die Politik, die eigentlich nur Kommerz weiß und Profit und nicht denkt an unsere Erde. Genau, genau. Ja, wie sieht deine, wie gesagt, weitere Zukunft noch aus? Gut, die Produktion, Termine, wo kann man dich antreffen? Ich bin in München, wie gesagt, zuerst im Studio. Da werden die neuen Titel produziert. Und dann habe ich meine musikalische Lesung, wo ich Buch vorstelle und dazu, also ich lese ein Fragment
Und dann singe ich dazu passendes Lied für die Epoche oder für das gerade, was erzählt wurde. Und das kommt sehr gut an. Da habe ich in Weinheim ein Konzert und sind die größte Teil habe ich schon absolviert nächstes Jahr. Hier sind das nur einzelne Konzerte. Und dann kommt, wie gesagt, diese tolle Reise nach Kroatien, wo ich mich sehr freue. Ja, und dann werden wir weitersehen, was die neue Produktion so bringt. Sehr gut. Dann wünschen wir dir dazu ganz, ganz viel Erfolg und so, dass es alles eintritt, was du dir wünschst. Ja. Gerne. Sehr gerne. Und sehr liebe Grüße an alle, ja, an alle, die uns sehen. Genau. Und toi, toi, toi. Für die Zukunft. Danke. Das wünsche ich dir auch. Also wie gesagt, Promi-Geflüster ist ja auf den ganzen Online-Plattformen zu sehen. Wir sind mit den neuen Medien ganz gut dabei. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und dir alles Gute. Tschüss. Mach's gut. Ciao, Frank.